Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Saints Row 4. Mir auf der schönen Strada. Schöne Chopper, definitiv. Und ich bin ein bisschen umgefahren. Ist schon schön. Aber jetzt machen wir erstmal den nächsten Auftrag. Und zwar ist der Lerne die Regeln. Eine Mission. These data clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Ja, okay. Wir sollen also zu diesen Datensammlungen gehen. Ja, ich bin aber abgekürzt. Und, das kann einem übrigens immer passieren, dass eigentlich die Vorfahrt geklaut wird. Dass man nicht warten kann. Deswegen sollte man immer mal mit Ohren und Ohren fahren. Für die Motorrad. Gut, da das aber nicht so ein Spiel und in einer Simulation befinden, ist das nicht ganz. Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster or farther away. Can't forget the pickles. Ich soll mich jetzt dieser Datensammlung nähern. Jetzt haben wir die Bike. Achso, ach. Ja. Wo könnte die sein? Safe-ish. Just keep getting them. Ja, irgendwas passiert hier mit uns. Mal gucken, was. Dann setzen wir uns auch einfach mal wieder auf unsere Quarte Estrada. Gehen hier rechts zum nächsten. Ey, hier, ich hatte eine grüne Ampel, ja? I don't think so. Könnt ihr zurückspulen? Ich hatte eine grüne Ampel. Not gonna happen. Oh, ich hätte no. Da abbiegen müssen. Fuck that! War ein bisschen abgelenkt. Gets me to work. Davon, wie er gerade etwas gesungen hat. So, wir fahren jetzt erstmal hier zur Mitte hin. Okay, wir steigen ab. Ich habe mich spontan entschieden abzusteigen. Da ist er. Wobei ich mich spontan entschieden habe abzusteigen, John ist doch auch. Okay, dann fehlt uns nur noch eine. Alle guten Dinge sind. Drei! The data is amazing! Incomplete, but amazing! It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Ugh. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Ja, das ist gerade gesagt. Wir sammeln von diesen Teilen, desto mehr Upgrades können wir sammeln. Oder haben. Möchtest du auf dem Motorrad drauf sitzen bleiben und vergammeln? Nein, nicht? Dann fang an zu sammeln. Wo ist denn die Datensammlung? Wo ist die Datensammlung? Ja, wir kommen näher. Ich dachte jetzt hier auch am Dach. Und wir fahren jetzt vorher rein. Gucken. Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Immer noch nicht. Das kann ich nicht. Dann fahren wir doch mal ganz gemütlich und entspannt. Clusters. Dorthin. Why would they need them? Also eigentlich muss man ja den machen lassen. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just. He wrote the simulation! Probably better that way. Auch wenn ein Paul da noch mal zum Macher. Einfach mal komplett dieselbe
ist weg. Level in selben. Dieselbe Stadt zu nehmen. Ist schon ein bisschen faul. That place should have been condemned a long time ago. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Und nun? Schreibe auch das Kräftemenü hinzu. Da ist es. Und ich habe neue Upgrades. Super Sprint. Davon werden nochmal zwei dafür verbraten. Da können wir ja auch nicht. Und den Super Sprung. Jo, alles verstanden. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Und ein Trainingsprogramm. Und nachdem wir dieses Trainingsprogramm absolviert haben, the code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Small jump? So, und wenn man das aufladen, das Ganze, dann springen wir mal das. Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Achso, keine Ahnung, gar nicht. Ich dachte, er kann sich schon an Wände abholen. Try pushing off from the wall each jump. It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Jetzt lernen wir. This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Just try it. Good, because I found a race subroutine already in the city. See? You did it! Geschafft. Das war ziemlich einfach, muss ich sagen. Ich glaube, das kann man sich auch merken. Einfach hier springen und halten. I think I figured out how this works. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck! Hier wurde uns gerade ein kleines Minispiel verklickert. Wie wir was zu machen haben. Grüne sind Kugeln und der Pfeil zeigt uns. I don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. Also einfach nur. It means the simulation doesn't like it and we're able to control the area. It did the first time I said it too. Wise. Die Pfeile bedeuten Sprung. Wenn wir unseren Bonus erhalten, 100%. 100% hat das nicht. Habe ich mal gehört, dass es sowas geben würde. Ja, und weiter, weiter. Wir sind so gut. Keiner kann uns aufhalten, besonders nicht im Super Tempo. Gar nicht mehr möglich. Chaoslauf geschafft. Sehr schön. So sieht's aus. In einer halben Minute haben wir noch wieder. Jo. Nico, eine halbe Minute haben wir noch übrig. Na, das ist so. Das liegt ja. Ich glaube, 5000 Geld. Geld von 5000. Das ist doch. Und wir haben fast Level 3 erreicht. Supersprung, halte, um da höher zu springen. Alles klar, machen wir. Und Missionen wie den Chaoslauf können wir jetzt auch in der Straße finden. Oder auf der Straße finden. Ja. Und voll kühl.
Problem. Jetzt haben wir hier überall diese wunderschönen Aufgabenteile. Egal wo wir hingucken. Da gibt es jetzt diese Dinger. Und ich möchte mich, glaube ich, bei dem ganzen Let's Play nicht darauf fixieren, wie möglich alles zu sammeln. Sondern dieses Sammeln wird wahrscheinlich passieren, während ich aber es liegt an euch, wenn ihr wollt, zeige ich euch das, dieses Sammeln. Wie jetzt gerade, das ist ein kleiner Ausschnitt. Sammeln wir das hier sowieso, weil es ist einfach einfacher und nicht schwer. Und deswegen sammle ich die. Alright! Ja, komm, ich sammle noch weitere. Und dann. I'm not the first actor to move into politics, but I'm one of the better. Theater, film, television, animation, commercials. Shit, I've even done video games. Though video games aren't exactly renowned for their storytelling. Still, I'd conquered acting. By the time I got the call from the Saints, I was ready for something new. Woohoo! Ah ja, das war halt eine Sprachnotiz von Peter, den werden wir auch kennenlernen. Bestimmt. Und zwei ganze Stücke. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Mission. Wird wahrscheinlich dann eine kleine Mission noch werden. Nein, jetzt kommt die Mauer nicht da. Yeah! So, kann man jetzt schon was machen. Erkunde den Turm, simulierter Betrug, Panzer für dich. Machen wir gleich alles. Nicht natürlich alles, aber wirklich viel. Oh, genau 10. Erhöhe das Tempo des Sprintes. Sprint, verringerter Schaden. Okay. Was haben wir hier noch? Höhe Luftsturm. Sorry, ich werde nicht. Luftsturm, das machen wir auf alle Fälle. Das heißt, wir brauchen hier noch 10, 25, die 25, weißt du, 25, 35, brauchen wir 40, 50. 50 dieser Dinger bräuchten wir, um dann alles freizuschalten. Das tut euch jetzt nicht an. Tut mir jetzt nicht an. Wir nehmen so Auftrag. Was haben wir denn jetzt Schönes? Erkunde den Turm. Was? Beginne die Stabilität der Simulation zu schwächen, indem du Aktivitäten ausführst. Na dann, los. 100 Meter. Und das ist dieses. Was? Das war's schon? Ich glaube, da muss ich noch das Gleiche lernen. Also zwischendurch. Okay, wir sehen uns dann später in 20 Minuten, bis ich da oben bin. Ah, ich glaube, ich werde gleich. Ich werde die gleich richtig ausrasten. Weil ich jetzt nämlich hier an hoch muss. Das kann ich jetzt, glaube ich, aktivieren. Das ist ein Warp-Punkt. So, und jetzt darf ich den Turm erklimmen. Darf ich runterfallen? Und dann muss ich diesen Warp-Punkt kriegen. Und das bedeutet Konzentration auf die Arbeit, aber ich möchte hier unbedingt weiterquatschen. Das ist mir ganz wichtig. Denn wenn ich mich jetzt wieder konzentriere, wäre das echt doof.
Und wenn ich eine Musik habe, die ausstellen muss, damit ich kein Problem habe mit einer gewissen Behörde. Ja. Aber ich hoffe, damit kommt es klar. Das muss ich leider auch. Ja, zu weit gesprungen. Das ärgert mich ja auch, dass das so kommen musste. Aber naja, was soll man machen? Am Ende hat ein gutes System den längeren Hebel. Meine Powerpunkte sind aber schön gesetzt. Gut. Nur dadurch sammeln wir die ganzen Daten. Ist das nicht schön? Kann ich euch doch langweilen damit. Alright! Datensammlung müsst ihr eigentlich von Kinsey. Ja, gemacht. Hat sie hier die einfach gewechselt. Falls ich ab und zu übrigens mal wenn ich sage, ja, das ist vielleicht. Online spielt, das heißt. DC, der kommt am Comic. Und da wird halt ein Superhelden, blablabla. Und ich denke ja, dass das ja eine schöne Anlehnung an das ganze Spiel ist. Ja, wir haben nämlich einen super Sprung. Wir haben mit viel Geld. Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird. So, Tor freischalten. Nicht leichter als das! Zack! Verdammt hoch! Verdammt ist das hoch! Einer von 5 Power Freischalten! Auf die! Halt! Wir halten in der Luft an! Die Upgrade lasse ich nochmal außen vor! Wir werden jetzt das Gleiten erlernen! In etwas hineingleiten können Männer ja im Grunde ja immer! Entschuldigung für diese Lache! Aber! Durch die Luft gleiten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Indem ich jetzt hier hochspringe. Und jetzt die Gleite. Die Gleite, ja. Und das ist jetzt hier unser möglichstes Fortbewegungsmittel. Einfach mal durch die Luft gleiten. Einen hohen Punkt suchen und dann geht's los. Start des Betrugs. Nein, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird meine Lieblingsmission sein. Einfach mal Puppenflug. Huch, da hat er auch gehört. Aber wir können ja von hier aus gleich weitermachen. Nicht hier abzutreten. Hä? Da ist jetzt keine Zeit, ich nehme hier gerade auf. Oh! Das hat eh wie gemacht. Na? Oh, sag mal! Ist der zu blöd, um da durchzufliegen? Nie? So viel zum direkten Weg. Nicht durch das Wasser, aber aus dem Wasser rausspringen. Springe bitte! Darüber! Tu es! Genau! Nee, die Kugel kann man noch nicht benutzen, sondern nicht sammeln. Oh, ey, wo der überall hängen kann. Ist ja nicht feierlich, ne? Ist ja doof. Hopp! Oh, wir können überhaupt nicht hochspringen. Was, das war's schon? Ach du Scheiße, deine Ausdauer ist auch im Arsch. Ach, deswegen sind wir übrigens abgestürzt, weil die Ausdauer kaputt war. Oh, wollte ich eigentlich einsteigen? So? Nur weil wir gegen den Latsch sind. Das
das Auto halt Schrott. Mal sehen, wie viel Kraft da eigentlich drauf wirkt. Ja. Beschleunigung ist gleich Masse mal Beschleunigung. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Nicht Beschleunigung ist mal. Ja, und es wird meine Lieblings-Mini-Mission sein. Die machen wir jetzt auch schnell. Haben wir heute wieder ein bisschen Überlänge. Das kennt man ja gar nicht von mir. Was? Geht gleich direkt los. Hopp. Und hier fliegen wir durch die Lüfte. Drehen uns, wie es uns lieb ist. Je mehr Autos wir... desto schöner. Achso, ich darf nur unter den Bein. Und unser Ziel ist es, innerhalb von 3 Minuten 22 ungefähr... Ja, komm, weiter. Ungefähr 300.000 Sachschaden oder Körperverletzungsschaden. Ich hab's verhalten. Jawoll, der war schön. Und aufs nächste Auto. Ach, scheiße, nicht drauf. Move on, yo! Du bist ein schöner Multiplikator. I hate the landing. 100.000 haben wir jetzt eigentlich dabei. Ja. Ah, scheiße. Why do I do this? Sehr schön. Let's make this one count. Ach, ich springe gerade mal vorbei. Hat's 53.000. 100.000. Den geblieben, ich hoffe. Ja. Quick! Einfach mal. Voll mit Wasser hauen. Einfach mal irgendwo still hinein. Lass mich raus. Jawoll. Und wo ist der nächste Multiplikator? Der Boden. Schön. Pop. Quick, Johnny! Damn. Auto! Also die Mission haben wir geschafft.
Und an einer anderen Stelle werde ich das wieder fortfahren. Gut. Tod. Und damit sind auch Betrugssimulationen in der Simulation in der neuen Welt hier freigeschaltet. Und hier können wir sehen, Gold wurde uns versagt. Wir haben es nicht geschafft. Und damit verabschiede ich mich mit meinem Sturmband, Schnurrbart, Mangahaaren und sonst was. Hier von Saints Row und das war Buffke von Tube Tribute. Ciao!